Mädel Leute, wie ihr am neuen Avatar erkennen könnt, habe ich neue Avatare. Und nicht nur ein paar, da sind einige dabei. Das Ding ist, dass mich die Avatare nicht mal viel gekostet haben und halt übel gut sind. Anstatt jetzt so einen kleinen Shoutout zu machen, habe ich mir überlegt, ein neues 5 YouTuber, die zu Unrecht klein sind, zu machen, da mein Zeichner ebenfalls Videos macht. Also bedankt euch bei ihm. Genau wie beim letzten Mal gibt es wieder 3 kleinere und 2 größere, die es trotzdem verdient hätten, noch größer zu sein. Alle Kanäle sind natürlich wieder in der Beschreibung verlinkt. Schaut bei ihnen vorbei. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Zeichner an. Sein Kanal heißt Blante. Aber was macht er für Videos? Was ihn besonders auszeichnet, ist sein Die drei Tintenkleckse Format. Eine unfassbar aufwendige Animationsvideoreihe. Alles selber gezeichnet und animiert. Das Grundkonzept ist, dass Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und Stephen King in einer WG leben und allerlei verrückte Sachen erleben. Im einen Moment sind sie in der Traumwelt, im nächsten Moment sind sie in der Schanze von unserem Lieblingsschauerbergwohner. Es ist halt wirklich random, was alles passiert, aber mega unterhaltend. Zwischendurch findet man auch einige popkulturelle und literarische Anspielungen und sowas mag ich eigentlich immer. Früher habe ich schon mal erwähnt, ich habe wirklich Respekt vor Animateuren. Vor allem, wenn es nur eine Passion ist und der Fokus auf den Videos liegt. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr auf dem Kanal das schafft, was ihr bei Yo's Easy Kitchen auch geschafft habt. Lasst seine Abos in die Höhe schnellen. Ich zeige euch mal einen Ausschnitt aus seinem Trailer zu der 3 Tintenklecks Reihe, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt. Wahrscheinlich wisst ihr immer noch nicht Bescheid, was da jetzt los ist, aber ich denke mal, das ist normal. Ihr müsst es euch einfach selber komplett anschauen. In einigen anderen Videos zeigt er, wie er die Figuren zeichnet, in anderen wird es wieder genauso wirsch. Auch mal gut, jemanden dabei zu haben, der so einen Content macht. Vielleicht haben wir bald alle Themengebiete durch. Ich verlinke euch seinen Kanal und seine Hauptvideoreihe in der Beschreibung. Lasst ihm auf jeden Fall Grüße da und ein Dankeschön für die neuen Avatare. Kommen wir zum nächsten YouTuber. An der Stelle wärt eigentlich wieder ihr ins Spiel gekommen. Ich habe euch gefragt, wen ihr noch so sehen wollt. Der meist hochgevoteste war ich. Etwas ungünstig in meinem eigenen Video darüber zu reden, dass ich ja so ein geiler YouTuber bin. Also bin ich zwar. Der mit den zweitmeisten Likes war Rainer. Den möchte ich hier aus anderen Gründen nicht so gerne vorstellen. Denn ich bin nicht derjenige, der hier was provozieren möchte. Deswegen habe ich selber noch jemanden rausgesucht. Dieser Kanal ist zwar nur ein Zweitkanal, aber ehrlich gesagt finde ich den um einiges besser als den Main-Channel. Robin Nosterafu. Erstmal ist der Vorname halt geil. Ja, das war's eigentlich schon. Ich bin auf ihn durch seine Herr Newstemper-Parodie aufmerksam geworden. Hammer geiles Ding. Ich habe wirklich selten so viel gelacht. Auf seinen Hauptkanal werde ich wie gesagt nicht eingehen. Dort hat er knapp 240.000 Abonnenten, aber leider läuft er halt wirklich gar nicht. Vielleicht wird es ja Zeit für einen Neustart auf dem Zweitkanal. Er sagt von sich selbst, Robin Nosterafu, der beste Kanal der Welt. Ach mir natürlich. Robin Nosterafu, 10 Jahre YouTube, kein Tag Erfolg. Das tut halt wirklich weh. Ich meine, der Typ gibt sich unfassbar viel Mühe für seine Parodievideos. Ich zeige euch ein paar Ausschnitte und ihr werdet verstehen, warum er mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Hat man gerade gehört, dass ich mir meinen Arm halb gebrochen habe? So, mein Moin, Leute, die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. Es ist wirklich was ganz Wildes hier in YouTube-Deutschland los. Allein wie gut er ihn einfach getroffen hat. Es ist, wow, Nagel auf den Kopf. Und deswegen möchte ich, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass Artikel 13 beerdigt wird. Neben solchen Anspielungen nimmt er Newstime halt auch noch komplett hoch mit solchen Dingern hier. Ja, Spiel, ja. Dass es hier jetzt so einen direkten Angriff gegen meine Person gibt. Ich habe nichts mit der AfD zu tun. Das ist Fake News. Okay. Okay. Also. In dem Sinne. Haben Sie sich wohl, euer Herr Newstime! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer geil. Mehr von dem Shit. In den nächsten Ausschnitten fasst er den guten Newsy perfekt zusammen. Tanzverbot, Drachenlord, Drachenlord. Tanzverbot, Tanzverbot. Drachenlord, Tanzverbot. Puppen-TV. Neutraler Journalist. Erdbeere, die Ereignisse überschlagen sich. Moin, moin, der YouTuber und YouNower. Drachenlord hat mal wieder einen Skandal gehabt. Schaut euch das Video auf jeden Fall komplett an. Es ist in der Beschreibung verlinkt, lasst auch ihm Grüße da und bringt Bewegung in seinen Kanal. Dann kommen wir zum nächsten. Firebro. Beim letzten Mal hatte ich euch ja schon den guten Ulti vorgestellt. Dieses Mal stelle ich euch einen ähnlichen YouTuber vor, der anscheinend auch mit ihm befreundet ist. Also zumindest steht Firebro oben bei Ulti in der Featurebox und andersrum. Das nenne ich wahre Freundschaft.
Was macht der gute Firebro denn genau auf seinem Kanal? Genau wie bei Ulti dreht sich halt viel um Nintendo. Allerdings kommen zwischendurch auch Videos, die tiefer in die Gaming-Materie gehen. Zum Beispiel ein Video über finale Level in Videospielen, in denen er seine Meinung dazu abgibt, wie die letzten Level von Videospielen eben aufgebaut sein sollten. Mal abgesehen davon, dass ich seine Meinung da hundertprozentig unterschreibe, ist sowas eine ganz willkommene Abwechslung zum restlichen Gaming-Content. Genauso sein Video über Sterben in Videospielen. Er redet dort viel über das Decision-Making der Entwickler in Bezug auf die Todesmechanik. Wie zum Beispiel ein Dark Souls damit punktet, dass der Tod einen großen Frustfaktor bietet, aber das Überleben ein Erfolgserlebnis darstellt. Oder gegenteilig, dass ein altes Super Mario auch mal ziemlich frusten kann, wenn man alle Leben verliert und dann komplett von vorne anfangen muss. Aber nicht nur, dass hinter den Gaming-Videos Substanz steckt, was nicht jeder schafft. Sie sind auch noch gut editiert, wie gewohnt von der Rotten Mushroom Bande. Ansonsten kommen bei ihnen auch noch Toplisten, was ich prinzipiell immer interessant finde. Toplisten sind halt so. Man will unbedingt wissen, was auf dem nächsten Platz ist oder auf Platz 1, was der Platz besser macht als der andere. Allgemein wird in solchen Listen halt der Spannungsfaktor aufrechterhalten, zumindest wenn einem das Thema interessiert. Das ist nicht nur gut für die Watchtime, sondern auch für die Zuschauer. Zumal auch ein größeres Gebiet an Themen gecovert wird, was die Videos auch noch abwechslungsreich macht. Ist zumindest meine Meinung. Gerade bei solchen Videos wie 100 Jump'n'Runs kurz bewerten ist halt viel für jeden dabei. Auch er orientiert sich nicht an Hype-Themen. Zum Beispiel hat er ein Video über ein uraltes Schreckspiel gemacht, das competitive gespielt werden kann. An dem Video merkt man, dass er ziemlich gut recherchiert hat, allein weil er die Tierliste aufzählt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er das selber zockt. Ich denke, ihr habt verstanden, warum ich denke, dass sein Kanal definitiv mehr Abonnenten verdient hat. Jetzt kommen wir zum ersten Kanal, der groß ist, aber trotzdem noch mehr verdient hat. Ist einer, der mit am meisten von euch vorgeschlagen wurde. Zef. Auf seinem Kanal kommen auch zum größten Teil Gaming-Videos. Sehr viel Horror, aber zwischendurch auch noch anderer Stuff. Was mir besonders auf seinem Kanal aufgefallen ist, dass er sehr viel Fokus auf Unterhaltung und Humor legt. Das zeigt er besonders gut durch viel Editing. Hier zum Beispiel. Leute sehen mich ja immer als Gamer. Also als jemanden, der gerne Games gamet. Falsch. An sich ja schon richtig, aber... Falsch. Denn Freunde, ich sehe mich ja eher als großen Dichter und Denker unserer Zeit. Naja, zumindest Dichter, okay? Ja, zumindest bin ich aus unserer Zeit, ja? Aber auch unter Leuten, die nicht aus unserer Zeit sind, gab es ja auch den einen oder anderen, der Sachen gedacht hat. An der Stelle eine kurze Frage. Ihr merkt ja, dass ich in dem Video vermehrt Einspieler benutze, die zeigen sollen, was die Person so auszeichnet. Mögt ihr das oder findet ihr das eher störend? Ich blende euch dazu eine Umfrage ein. Auf jeden Fall seht ihr, dass er halt viel Fokus auf Comedy legt, auch während des Zockens. Die Videos gehen lang, es kommen viele und sie sind gut editiert. Dafür, dass dieser Kanal wahrscheinlich mehr Zeit frisst als sonst was, ist er mit der Werbung sogar noch recht bescheiden. Macht ihn für mich zu einem YouTuber, der es wirklich verdient hat, groß zu sein. Klar, hat er 250.000 Abonnenten, das ist eine Menge. Aber in Relation zu anderen großen Gaming-YouTubern, die auf jedes Thumbnail ihre selbe Visage packen und einfach nur Content übernehmen und dann zehnmal so viele Abonnenten haben? Naja, ich weiß nicht. Wer hat sowas mehr verdient? Was mir auf seinem Kanal aufgefallen ist, sind seine Five Nights at Freddy's Videos. Die werden anscheinend viel von der Community verlangt. Kann dann halt auch mal so ablaufen, dass er in einem Bärenkostüm mit einer VR-Brille Faxen macht. Schaut auch bei ihm vorbei und grüßt ihn wieder. Das sage ich irgendwie zum dritten Mal. Der nächste YouTuber ist der größte. Aber auch der, der am meisten vorgeschlagen wurde. Da liegt auch das Problem bei dem Format. Wenn ich euch frage, wer für euch so unrecht klein ist, ist es unwahrscheinlich, dass mir 100 Leute einen YouTuber mit 100 Abonnenten vorschlagen. Da ist es eigentlich irgendwie klar, dass Größere am meisten gewollt werden. Aber sei es drum. Der nächste YouTuber ist Knuspertoast. Allerdings muss ich auch gleich am Anfang sagen, ich verstehe vollkommen, warum ihr denkt, dass er mehr Abonnenten verdient hat. Die Videos sind halt einfach mega gut. Aber dafür halt nicht allzu regelmäßig. Wenn Knuspertoast 2 Videos in der Woche machen würde, würde es halt wirklich nicht lange dauern und er hätte 1 Million zusammen. Da bin ich mir sicher. Alle 4 Monate reicht halt nicht so aus. Aber ihr wolltet ihn sehen, also nehme ich ihn mit rein. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht weiß, ob es irgendwelche Hintergründe hat, warum er so inaktiv ist. Falls jemand von euch Bescheid weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Nicht, dass ich hier in irgendein Fettnäpfchen trete. Auch er behauptet von sich, der beste YouTuber aller Zeiten zu sein. Davon gibt es aber echt viele. Naja, was macht er denn so? Das ist eine ziemlich gute Frage. Kann mir jemand von euch sagen, wo man das einordnen kann? Ich würde spontan sagen, er macht Knuspertoast-Sachen. Das ist halt auch schon wieder so random. Geht in Richtung Satire. Das Hauptmerkmal ist halt wirklich, dass
unfassbar krasse Editing. Viele haben sich ja über Concrafters Plastikpizza-Video lustig gemacht, aber so wie er ist es halt einmalig. Zwar 4 Monate zu spät, aber das ist ja egal. In seinen Videos fokussiert er sich nicht mal auf ein Thema, sondern hoppt hin und her und nimmt dabei alles auf so eine unterhaltsame Art und Weise hoch. Kann man sich übel gut geben. Ehrlich gesagt kann ich sogar verstehen, dass er nicht allzu viel kommt, wenn man 4 Wochen an einem 4-Minuten-Video hockt. Wird auf Dauer ziemlich anstrengend. Die meisten würden sich wahrscheinlich dafür entscheiden, auf Qualität zu verzichten, um mehr hochzuladen. Aber halt nicht er. Alleine, dass jedes Video von ihm bedeutend mehr Aufrufe hat, als er Abonnenten hat, zeigt, dass er Potenzial hat, viel größer zu werden. Aber anscheinend ist ihm das egal und es bleibt einfach eine Leidenschaft von ihm. Solche YouTuber brauchen wir halt einfach mehr. Ihr könnt mir gerne mehr andere YouTuber, die mehr Abonnenten verdient hätten, schreiben. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, entweder liken oder disliken. Oder ihr macht gar nichts, wenn ihr zu faul seid, aber dann wird das Löffelbaby wütend.